Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Es gab eine längere Pause. Selbst das letzte Video, was ich vor dem hier veröffentlicht habe, hatte ich schon vor über einer Woche aufgenommen, aber ich konnte es nicht schneiden. Ich hatte einen ziemlich heftigen Migräneschlag und war tagelang nicht in der Lage, den Monitor anzugucken. Davon mal abgesehen, dass ich übelste Kopfschmerzen hatte, bekam ich das Kotzen im Strahl, wenn ich den Monitor angeschaut habe. Und ja, ist nicht so geil. Ist jetzt besser geworden, tatsächlich. Sonst könnte ich jetzt hier nicht aufnehmen für euch. Auf dem fittesten aller Berge bin ich allerdings noch nicht. Also habt ein bisschen Nachsicht, wenn wir uns heute nur im Pipi-Kaka-Humor-Bereich bewegen. Zu mehr reicht es bei mir heute wahrscheinlich nicht. Und ich habe vergessen, wie krass geil SPT ist. Ich habe es wirklich verdrängt. Guck mal, wie schnell wir geladen haben. Das ist sowas von kein Vergleich zu Normaltag. Auch ich bin wirklich raus. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Absolut geil, ey. Es ist noch super spät. Also spät im Sinne von noch nicht hell genug. Sind eigentlich die Stashe hier schon? Oder ist das noch nicht der aktuelle Patch? Nicht aktuell genug der Patchstand. Deutsch. Ja, Geld brauchen wir auch richtig dringend. Da fällt mir gerade ein, hier in diesem Briefkasten, hätte ich beinahe gesagt, könnte eine Morphinspritze liegen. Schade. Lass uns mal mit der Hüfte an die Tanke gehen. Und jetzt schon mal die Augen aufhalten, aber ich sehe da unten nichts. Und auch uns hat nichts gesehen. Wir schlendern kurz an Dorms vorbei, wir horchen da einmal mäßig rein. Ich hatte tatsächlich ein bisschen recht behalten. Es ist einiges aus der Versicherung zurückgekommen. So einiges. So, dass ich das... Ich musste dann nur noch diesen Schalldämpfer kaufen und der Rest ist zurückgekommen. Ich glaube, so lohnt sich das schon. Die Dinger kosten mit 270 oder so das Stückchen. So, wir haben hier keine Quest im Moment. Außer der Tatsache, dass wir Setup haben. Okay, wir haben den 110er. Wir haben den 114er nicht. Dann lass uns mal in den 110er reingucken. Wir können auch hier mal reingucken. Habe ich den Schlüssel noch? Ja. Ob hier Superwasser drin steht, zufällig. Ich hätte euch das einfach mal vielleicht vorgetrunken, weil die wenigsten Menschen, die Tarkov spielen, haben jemals die Animation von Superwasser gesehen. Oder von Moonshine oder von Whisky.
Ja, die Jaws, die lassen wir jetzt einfach mal. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich diesen Schlüssel habe. Hm. Die Tür sollte aber nicht auf sein. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Hm. Eventuell ist hier jemand gespawnt, der dann weitergezogen ist. Oh, ich mag diesen Floaty Point nicht so gern. Ja, eigentlich wegen den Jacken hier, ne? Wegen den beiden. Aber wir gucken hier schon rein. Ja, ich meine, wir gucken rein, wenn wir schon hier sind. Level 20 und noch nicht mal die Pocket Watch geholt. Das Lustige daran ist ja, dass das ganz früher mal die erste Task in Tarkov war. Als allererstes hat man die gemacht. Haben wir auch. Gut. Das war gruselig. Meh, meh. Meh, meh. Fucking keep it. Keine Kalaschnikowa heute für uns hier drin. Ja. Nö. Ja. Nö. Da gehen wir jetzt mal nicht hin. Wir haben zu tun. Gut. Immer noch kein Sniper da. Ja, aufgrund von Setup gucken wir jetzt halt immer wieder in die Dormis rein. Bei SPT schlendern wir halt auch PMCs durch. Alter, ich sehe gar nichts ohne Licht. Okay. Okay, ich komme. Eine Sekunde. Scheiße. Links ist die Tür auf. Ich habe ihn nicht getroffen, ne? Das kann doch nicht der Typ gewesen sein, der da geschossen hat. Wir haben den Schlüssel für den Machinery Key. Das 8-Fach-Magazin war mal viel Geld wert. Ist es jetzt aber schon wirklich lange nicht mehr. Ja, da kommt jemand. Sag mal, Jäger, hast du eigentlich
Nee. Ah, die Eule. Die haben wir auch noch. Das klingt gut. Das ist aber, glaube ich, jetzt ein Scav gewesen. Ich möchte gerne den Amigo kennenlernen, der da gerade gelabert hat. Ne, das kann. Das ist nicht der Grund. Hier. Ne, auch nicht. Muss ich in die Richtung, damit es hell ist, oder was? Was ist denn mit Brightness für ein Quatsch? Aha. Wo? Das lassen wir mal so. Komisch. Es ist sofort fluchtdunkel, Mann. Ich hänge mit den Beinen irgendwo fest. Ich meine, es sieht ja gut aus, aber Junge, ist das dunkel. Red Cola. Okay, also hier ist noch ein PMC. Das haben wir auf jeden Fall gehört. Da kommt jemand. Unerwünscht. Aha. Ach so. Gib mal her. Für alle Fälle, wir tun's rein, wir schmeißen's. Oh, jetzt bin ich da aber spitz drauf, ne? Oh mein. Eine Ada. Bra. Oh. Oh, das ist auch gut. Schade, dass unser Rig so extrem klein ist. Scheiße, das ist auch. Das brauchen wir. Ich will auf der anderen Seite auch wissen, wer sich da unten kabbelt. Es war doch ein PMC, okay. Komm, das brauchen wir nicht. Ach komm, in Anführungszeichen nur PS, komm. Komm, ist gutes Zeug, aber komm, ist jetzt kein 7 U irgendwas.
Holy fucking shit. Also, es waren hier Schüsse. Hier unten. Gern. Oh mein Gott, was ist heute los mit euch? Er passt sowieso nicht, ne? Bei 35er, ja. Da kommt jemand. Danke, Gebüsch. Diese Konfiguration ist super gut. Ich muss mir den Arm jetzt mal anschrauben, Freunde. Es wäre schon ganz gut, noch einen Teamseeker mitzunehmen. Auch wenn das jetzt itzy bitsy risky ist. Er ist doch voll. Okay. Alien-Tech. Okay, Keule, pass auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Du gibst mir deine Granaten. Irgendwie hätte ich auf mehr gehofft. Die Optik ist viel Geld wert. Und billigt nur ein Slot, solange der Dings drunter ist, die Rail. Also, Sunny Boy mit seinem Direct-Hit klang, als wenn er direkt neben uns stünde. Da ist noch ein Saft. Brauchen wir einen Saft? Nee. Ach, scheiß drauf. Gib mir den Saft. Ist ja hier kein PvE-Tarkov.
wo wir keine Zeit mehr in Raid haben. Wer es nicht weiß. Oh. Okay. Kanzi-Shit. Ja, ich höre dich. Noch einer, aber ich sehe ihn nicht. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob das unsere Sunny Boys waren. No. Oh, der hat ein Monster drauf. Bra, willst du mich verarschen? Im Leben verbraucht das Ding nicht. Es ist ein Monster. Ach komm, geh sterben. Was hast du denn drin? Ich brauche dringend Zeug. Ja, nee, Alter. 7 mm, ach komm. Action ist 6. Nett, aber. Bra, das war ein Scav. Mir wird das hier zu viel. Wir kommen nochmal rein. Wir kommen wieder für Bronze Pocket Watch. Ja, befürchtet. Scheiße. Bleib bloß weg. Wir haben hier gar keinen Schutz. Da würde jetzt nur noch weglaufen helfen. Das war nicht der Sunny Boy, den ich gesucht habe. Der Sunny Boy hat geschalldämpft geschossen, kleinkalibrig. Das da war Schrotzenpeter. Schrotzenpeter aus dem Busch. Operation Aqua. Ja. Ja, stimmt. Sind letztes Mal gestorben. Und konnten damit nicht mehr extracten. Drei Kills für Setup. Mega gut. Nehme ich auf jeden Fall mit. Auch wenn wir jetzt eigentlich nicht das geschafft haben. Wir müssen dringend für Skia und für Prapo mal was reißen. Und jetzt will Therapist, dass wir in den 1.14er reingehen. Stimmt's oder habe ich recht? Scheiße, das ist auch so extrem teuer. So, Kinders, machen wir das hier schnell. So. Unload. Wir loaden das in Raid. Machen das jetzt nicht. Gib mir was zu fressen, ey. Gib. Was zu trinken, ne? Therapist. Ich habe deine Quest für dich fertig. Ach, Painkillers. Ja, das Morphin. Schnell gib mir die Questbelohnung. Wir lesen jetzt gar nicht, was der Bot geschrieben hat. Gib mir das. Jeja. Gib mal alles, Junge. Was kosten eigentlich Flichettis auf SPT? Wie werden die geschrieben? Okay. Ich krieg direkt wieder Migräne. So. Haben wir Geld für den Abtransport? Warte mal. Am Preis müssten wir erkennen, ob das der Schlüssel ist. Nein, ist es ja nicht. Granatos, sag mal, Prapor mit Level 20, ne? Ja, Grenadier haben wir schon. Stimmt, wir hätten auch schon echt viele Kills haben können
Auf Factory. Let's go. Immer eure Bolt Actions und eure Schrotzen und eure Revolver in Raid laden. Ihr könntet theoretisch auch ohne Magazin ins Raid gehen und das Magazin erst in Raid reintun, aber Magazin-Reloads bringen extrem wenig Erfahrungspunkte. Aber ja, man kann durch konstantes Magazin-Reloaden auch Sniper oder Pistole oder Assault Rifle oder was auch immer pushen. Das geht alles. Big Red. Nachladen, Alex. Ich habe mir den Arm gerade 5-mal gebrochen. Gib mir den Shit. Hier wird ja noch nichts liegen, ne? Wir sind ja noch nicht so weit bei Prüper. Bei den Prüper, dö. Wir müssen jetzt die Pocket Watch machen. Dann kommen wir wieder hierher zurück. Bra, ich brauche Grafikkarten und Lüfter. Ich brauche alles. Gib mir auch Power Cords und alles. Oh, das ist da vorne. Was machen wir? Setup? Oder gehen wir weiter? Lass mich mal wenigstens spekulieren, ja? Bruh, das war jetzt peinlich. Richtig schlechter Sprung. Das war ein Scav. Der hatte so Scav-Geräusche gemacht, wenn man ihn traf. Aber er schaute hier hin. Okay. Wir gehen. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Er müsste tot sein. Bonjour, Monsieur. Was hast du denn da drin? Oh. Na. Oh. Oh, Scheiße, das klingt nicht gut. Das ist der große Bruder. Er will Rache. Oh, what the fuck? Das kannst nicht du gewesen sein, den ich gehört habe, oder? Gute Munition. Highlight. Nicht im PvP, aber... Also nicht auf den Live-Servern, aber... Alter, wer auch immer da rumschießt, er nervt.
ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Chip gewesen ist, den ich da gerade gehört habe. Was war das für ein Geräusch? Gott, wie hat er die Waffe entstellt? Die war ja vorher schon nicht gut, aber jetzt ist sie ja furchtbar. Weg hier. Da ist ein Medical Bag. Und vielleicht hat das Medical Bag ein Morphin. Hallo Splatterboy, was hast denn du drin? Pulevers. Nö. Ja. Ey, sag mal. Ja. Komm. Auf die Hand. Njom. Njom. Mal schauen, was da unten abgeht. Eigentlich ist da unten jetzt um die Uhrzeit PMC Hausen. Gut für Tarkov-Shooter und so ein Scheiß. Der Sniper-Scap ist da oben. Schlecht. Zweihundert ist das höchste. Ja, hat den übelsten Abfall. Scheiße, der ist aber nicht weit weggelaufen. Ich dachte, der läuft jetzt richtig weit weg. First try. Tracers. Wir können hier nicht bleiben, es geht nicht. Da vorne steht der Lümmel schon. Klapp. Zusammenfaltbarer Sniper. Komm, gib, 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 gib. Hm, ja, würde ich gerne anziehen. Besser als mein Ushanka. Der hat mich aber nicht. Weil Skier ein Wichser ist. Aber das wissen alle, alle die Tarkov spielen, wissen, dass Skier ein Wichser ist.
Zumindest sind seine Tasks nicht ganz so scheiße wie die von Jäger. Ich glaub's nicht, dass ich das sogar sage. Jetzt ist es so hell. Da klopft mir schon wieder die Migräne von hinten. Hinter das Augenlid. Dumm, dumm, dumm. Ey! Jemand hier heute? Diese Schüsse sind verlockend. Aber gleichzeitig möchte ich wenigstens diese Quest hier fertig kriegen. Vielleicht können wir ja ein bisschen gucken. Wisst ihr? Just a tip. Lassen wir das mal. Ist sowieso eine schlechte Verhütungsmethode. Okay, die Goons scheinen nicht da zu sein, sonst wären wir schon tot. Wenn die da oben jetzt gesessen hätten. So. Kaffeepause. Ja, ich möchte ihn ja auch gerne töten. Warte mal. Ey, das ist jetzt Risiko, aber Moment. Ist das Saturation? Nee, ist auf 0. Vielleicht so, auf 15? Minus 15 zumindest. Ja, sieht jetzt ein bisschen trauriger aus. Hat so was Russisches. Buongiorno. Warum schreit denn mich jetzt keiner an? Wofür habe ich den gepremadet? Na gut. Ich beschwere mich da jetzt nicht drüber. Tschö. Dorms gekommen. Okay. Das sieht nach was aus. Aber bevor man da reinlutzt. Hallo? Okay. Das klingt sexy. Ist ja vielleicht in Zweierdorms. Das wäre ja was. Da sind alle Türen zu, die zu sein müssen. Eine Stunde. Das ist mein PMC. Das ist ja wohl eine Frechheit hier vom Scav, Alter. Wieso sind hier diese Waffenkisten eigentlich nicht mehr da? Die hier und die da. Sind die so selten geworden jetzt oder was? Okay. Hallo? Hallo? Auto? Ah, sehen wir von hier wieder nicht. Nicht zu der Jahreszeit zumindest. Gib mal her das Geld. So, haben wir jetzt ein bisschen Zeit für Pflege. Du weg. Ja, das war ein
PMC. So, mein Freund. Womit? Oh, das nehme ich mit, danke. Ich sehe gerade auf, ich muss hier auffüllen. Oh, danke. Das nehme ich auch mit. Und das nehme ich auch mit. Sharp 10, kannst behalten. Nun, Unlock. Ich komme nicht drauf klar, wie dunkel das ist. Passt die Videokassette hier rein? Lass uns hier mal reingehen kurz. Wenn das Auto da ist, verpissen wir uns. Wir haben zwar noch Extortionist, aber lass uns einfach wieder reingehen. Auch wieder das ganze Inventar auskippen. Dafür haben wir ja Age of Darkness Edition. Dass man nicht nach jedem Raid eine halbe Stunde Inventory raiden muss. So, Fresseausweis, das gibt auch viel. Was könnte ich denn? Das kann raus. Das kann raus. Das kann rein. Fertig. Okay, ich komme. Einen Moment, bin gleich da. Hallo. Danke fürs Bescheid sagen. Das ist aber gefährlich. Auf dem Innenhof liegen Leichen. Oh Gott. Ausgerechnet jetzt. Du bist mit einer Pistole hier hingekommen? Oh Gott. Die Marlboros hätte ich vielleicht nicht wegwerfen sollen. Keine Ahnung, ich glaube, den brauche ich nicht. Schon erwähnt, dass wir jetzt gehen sollten. Alter, ist das... Nee. Bin ich denn blind? Erstmal kann das hier an. Zweitens. Was heißt das hier? Nee. Komm, machen wir das außerhalb dieses Raids. Alter, wenn ich sprinte, ich sehe gar nichts. Ach so. Das ist aber gefährlich gewesen. Er mit seinem komischen Helmwickel. Switchblade. Ja, gute Munition. Das ist nicht Fountain Raid. Platz. Stimmt. Ja, den würde ich gerne mitnehmen.
Den Motor natürlich auch. Aber ja. Das sah komisch aus. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ist das Auto da? Nee. Ja, dann. Lass uns gehen. 2 Kills. Für Setup. Und 2 Questgegenstände. Ich sag mal, das ist okay. Obwohl ich jetzt wirklich gerne bleiben und kämpfen möchte. Scheiß auf das Zweier-Dorms. Weg hier. Wir werden hier noch ganz oft wiederkommen. Wir haben eh noch ein bisschen Challenge vor uns. Wenn da scharf geschaltete PMCs an der Tanke sind oder Rashala mit seinen Homies. Wenn der Sniper Scav am Checkpoint aus Versehen irgendwas gekifft hat, wo Rattengift drin war. Oder Krokodil oder was der Teufel was manchmal in ihm abgeht. Schön unseren Arsch weit außen schleifen. Naja. Da ist noch eine Werkzeugkiste drin, aber so da oben hätte das Stash sein können, wobei ich halt nicht weiß, von welchem Patchstand dieser Stash da ist. Ich komme mit den Patchständen ganz schön durcheinander. Und ich werde auch diesen SPT hier erst updaten, wenn wir auf dem neuen Tarkov-Client sind. Diesen 14.6 oder 14.8 oder was das da ist. Dann grade ich den nochmal ab und zeige euch nochmal die Mods und alles pipapo, aber im Moment will ich das nicht anfassen. Don't touch the running system. Es gibt zwar eine Server-Version höher jetzt, es gibt die 383, genau. Aber guck mal, ich mach's schon wieder, ne? Ich bin da schon wieder am Gieren, aber die Waffenkisten, Mann, die Stashes und vor allen Dingen das Medical Case. Das Medical Case kann ein Morphin enthalten. Oh, damn it. Ja, das Wasser sieht gerade so aus, als möchte es hier gelassen werden. Gott, ich hasse dich so sehr manchmal. Ja, warum die letzte Patrone aus dem Magazin nicht rausgeht, wenn sie in einem anderen Container liegt. Es schließt sich mir nicht. Bei der Gelegenheit. Macht er das nicht? Er will die letzte Kugel immer auffangen, ne? Also man kann BSG nicht eine absolute Liebe zum Detail absprechen. Es geht nicht. Man kann über die meckern, man kann über sie kotzen und sich beschweren und das soll man auch. Aber alter Schwede, die Liebe zum Detail, ne? Das ist verrückt.
Welcher Entwickler würde sich so viel Mühe geben bei den Animationen? Schade. Hauen wir hier ab. Vielleicht noch ein korrigiertes Jose für den Alex. Jose? Relay? Brauche ich auch. Aber habe ich jetzt keinen Platz mehr, ey. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ist mir nämlich schon häufiger passiert. So, Morphin. Last Chance. Natürlich nicht hier drin, aber da vorne gleich. Oh ja, das ist viel Geld. Das Corrugated Hothe, Fire-Skill ist viel Geld wert. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das der Sniper-Scaff war. Ich wollte bei dem Lader gucken. Da können Medical Items liegen. Guess not today. Die Halle hier hat PCs. Die Halle hier hinter hat PCs. Puh. Ja, wir hätten noch mehr Kills auf Dorms machen können, aber... Fuck it. Schade, dass Jäger uns nicht die Quest gibt, um PMCs jetzt schon auf Dorms zu knallen. Ach ja, wir haben schon so... Stimmt, wir haben 4 Stück. Wir haben am Anfang ja auch... Ja, nee, dann ist es ja gut, dass wir gegangen sind und nichts überriskiert haben. Folgende Überlegung, Freunde. Ich gucke gerade auf die Uhr. Das ist Big Red, da müssen wir noch mal rein. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir auch eigentlich auch immer eine Bolti auf dem Rücken dabei haben sollten. Level 20, wir haben nicht mehr viel Spielraum, bis wir anfangen müssen, Peacekeeper zu machen. Mindestens, ja, was ist das denn? Mindestens Panzer markieren, ne? Müssen wir bei ihm. Das hier wegbringen. Dann die Tiger Safari. Dann, wir müssen sogar noch die Drohnen aufheben. Scrap Metal. Und dann müssen wir die Drohnen aufheben, ja. Dann sind wir bei ihm Stufe 3. Hab nur überlegt, anbetracht dessen, dass ich nicht der Fitteste bin, dass wir es für heute sein lassen. Ich werde jetzt auch nicht das Inventar aufräumen. Ich bin ganz ehrlich, ich mache aus. Ich schone mich nochmal. Nicht so viel Monitorzeit. Ich freue mich da überhaupt nicht drauf, die Scheiße aufzuräumen. Aber es ist Teil des Spiels. Was soll man machen? So, das behalte ich noch mal ganz kurz. Kriege ich das da rein? Ja. Dann
können wir das wenigstens mal gemeinsam dafür kaufen. So. Bye. Ah ja, richtig. Mein Inventar war gar nicht mal so schlecht. Wir haben eigentlich gut Equipment. Und ich hatte mir die hier schon gebaut. Oh, wie gern würde ich sie spielen. Wie gern würde ich mit der jetzt losziehen. Weil wir ja gesagt haben, und das bleibt auch dabei, dass ich über, wenn es soweit ist, dass ich über den Aki Profile Editor und den Sniper Skill einfach anrechne. So dass wir dann nicht darauf angewiesen sein werden, hier im Let's Play die nächsten. Nee, das ist. Es sind keine 10 Episoden. Es ist nicht 10 Stunden Snipen. 10 Stunden Snipen reicht nicht, um auf den Skill zu kommen. Man muss mehr. Das ist verrückt. Ja, irgendwie ist das Spiel komisch gebalanced. Habe ich ja schon mal erzählt, dass das irgendwie alles nicht richtig aufgeht. Okay, was ich jetzt nur noch mit euch gemeinsam mache, ist, den PMC hier fahrbereit zu machen. Scheiß drauf. Ist auch wertlos. Und dann braucht er eigentlich nur noch eine Kleinigkeit zu knuspern. Vielleicht nicht unbedingt die Found and Raid Sachen. Ach so, Moment, wir könnten jetzt bei Jäger das hier eintauschen, oder? Ja. Dafür habe ich den nämlich mitgebracht, den Quass. Habe ich nicht auch... Ja, ganz offensichtlich habe ich kein Dock Case. Das sollten wir als nächstes dann ändern, dass wir bei Terrapin... Vielleicht ist es auf dem Flea Market auf SPT sogar günstiger. 231.000. Na also, auch wieder viel Geld weg, aber das kriegt auch eine ganz prominente Stelle da oben. Und als nächstes müssen wir ein Magazine Case kaufen. Das Magazine Case würde auch sehr, 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 sehr viel Platz schaffen hier in diesem Inventar. Ich sortiere das nur so ein bisschen an. Die Vollsortierung, das mache ich irgendwann, wenn ich die Muße dazu habe. Oh ja, da kommt ja richtig was zusammen. Guck mal hier, wie viel Platz wir auf einmal haben. Und das ist ja ungefähr ab heute vollgemüllt, ab hier runter. War also von vornherein schon nicht sauber. Eine zweite Scav Case würde auch helfen. Oder uns mal von ein paar Waffen trennen. Würde sicherlich auch nicht schaden. Na gut. Das ist aber alles fürs nächste Mal. Für dieses Mal bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Auf hoffentlich regelmäßige Updates jetzt wieder. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.